In der Ukraine versucht die russische Armee weiter, den Ring um Kiew zu schließen. Der Beschuss der Hauptstadt wurde in der Nacht fortgesetzt. Erstmals wurde auch aus Lwiw, dem früheren Lemberg, ein großer Angriff gemeldet. Dem Bürgermeister zufolge schlugen mehrere russische Raketen am Flughafen der Stadt ein. Die ukrainische Armee bereitet sich derzeit auf neue Angriffe an allen Fronten vor. Die Besatzer sind in eine Ukraine einmarschiert, die sie bereits von 2014 kannten. Ein Land, das sie regelmäßig beschädigten und vor dem sie keine Angst hatten. Aber wir haben uns verändert und das erlaubt uns, seit 22 Tagen gegen eine groß angelegte Invasion zu verteidigen. In Mariupol versuchen Behörden weiter zu klären, wie viele Zivilistinnen und Zivilisten bei den Angriffen auf ein Theater getötet wurden, in dem sich bis zu 1300 Menschen versteckt gehalten haben könnten. Zwar bestreitet Russland weiter, zivile Ziele wie Schulen und Wohngebiete anzugreifen. Die Weltgesundheitsorganisation konnte aber 43 Angriffe auf Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen bestätigen. Gleichzeitig meldete die russische Armee militärische Fortschritte, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums vermeldete. Die Streitkräfte der Russischen Föderation setzten ihre erfolgreiche Offensive fort und kontrollieren nun Nowomajorske und Prechistivka. Sie konnten weitere 10 Kilometer unter ihre Kontrolle bringen. Die Stadt Odessa bereitet sich auf einen möglichen Angriff vor. Militärexperten zufolge will die russische Armee die gesamte ukrainische Küste unter ihre Kontrolle bringen. Tausende Flüchtlinge überquerten auch am Donnerstag die Grenze nach Polen. Bisher registrierten die Behörden etwa 2 Millionen Menschen. Auch die an die Ukraine angrenzende Republik Moldau ächzt unter dem Flüchtlingszustrom. In das Land mit 2,6 Millionen Einwohnern flohen bisher etwa 350.000 Kriegsflüchtlinge.